Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Clicker Heroes, die gerade mal sehr relevant ist aufzunehmen. Für mich ist es erst kurz nach dem Aufstehen, deswegen nicht wundern, wenn ich so ein bisschen zerstört bin, aber ich... Level 400 wollte ich euch dann doch nicht vorenthalten. Das probieren wir jetzt auch direkt mal. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Schaden mache. Ich habe auch noch gar nicht geguckt, was da für ein Vieh kommt. Ich habe direkt hier mal den Farm-Mode angemacht, als ich in 399 gekommen bin. Und lass mich jetzt auch mal überraschen. Wow, Queen of Bloops. Oh, bringt 27 Hero Souls und Schaden müssten... sie hat ganz viele Bloops in sich drin und ein Gehirn. Und sie ist schon ein bisschen großartig. Ich feiere das. Finde ich super. Zudem kriege ich bei der nächsten Ascension einfach verhältnismäßig viele Hero Souls. Das finde ich auch sehr super. Ach, wir kriegen hier alles. Wir kriegen ein Achievement und wir kriegen noch... Das wird doch nichts, oder? Oh doch, okay, mit Ivan kann ich leben. Ivan hat ganz schön viel gekriegt in letzter Zeit. Ich habe ein bisschen mehr gekriegt. Also ihr könnt ihr euch hier mal kurz einen Überblick verschaffen, wie die aktuelle Guildlage ist. Also Ivan hat auf jeden Fall was dazu bekommen. Treebeast hat ein bisschen was dazu bekommen. Frostleaf hat definitiv was dazu bekommen, seitdem wir das letzte Mal geguckt haben. Natalia hat auch ein bisschen was dazu bekommen und ja. Also ich habe, jetzt muss ich mir überlegen, den Guild von Level 360, 70, 80 und 90 habe ich so verteilt. Ich glaube. Plus 3, die ich durch Rubine bekommen habe. Die ich auch noch ganz oft wieder umverteilen musste. Natürlich. So, und jetzt hoffe ich eigentlich, dass wir relativ zügig mal hier die 9900 irgendwas kriegen. Ich muss mal gucken, wie viel brauchte ich doch gleich für Treebeast? An 9092 nur. Nur. Nur als kleiner Vergleich, wo wir gerade sind. Hier nochmal die Tabelle. Bis wir uns den guten Atlas leisten können, brauchen wir immer noch das 1-Millionenfache. Also mehr als das 1-Millionenfache an Gold. Was einfach in diesem Run nicht passieren wird. Was auch überhaupt so schnell wahrscheinlich... Na, wobei, ich unterschätze das, glaube ich. Wer weiß, wie das mit 2000 Hero Souls aussieht. Wobei, ich werde mir, sobald ich, glaube ich, 2000 Hero Souls habe, erstmal Fortuna, nee, gar nicht Fortuna, Dora holen, also den Ancient, der dann die Chance auf Goldruhen erhöht. War doch der, oder? Müsste eigentlich. Fortuna war mehr Gold, genau. Genau. Und das werde ich dann tun und das wird, naja, auf jeden Fall 500... Hero Souls für den Ancient kosten, plus je nachdem wie oft ich rerollen muss, also mindestens 167, also sind wir mindestens bei 667 Hero Souls, die für Dora draufgehen, plus zahlreiche hunderte weitere. Okay, das schaffen wir leider noch nicht, das ist ein bisschen traurig. Ich überlege gerade, wobei, ist ja auch nicht Primal, ne? Nee. Würden wir total mit den Skills schaffen, lohnt aber, finde ich halt nicht. Weil wir dafür halt gar nichts bekommen. Von daher bin ich gerade im Überlegen, ob ich nicht einfach ein bisschen idlen lasse, bis ich die 9000 für Treebeast zusammen habe. Ja, ist eigentlich eine total gute Sache. Was ich in der Zeit mache, ist auch eine total gute Sache. Kleiner Augenblick, bin sofort wieder da. Irgendwie habe ich das Gefühl, das leckt hier alles ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Kleinen Moment, ich muss mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. So, da bin ich auch schon wieder. Im Hintergrund noch mal ein bisschen Kram zugemacht. Ich hoffe, das läuft jetzt flüssiger. So, Krawatte binden. Es gibt doch nichts Schöneres, als eine Krawatte binden zu können. Und zwar fangen wir... Eigentlich müsste ich dafür ein bisschen rauszoomen, ne? Machen wir mal. In der Hoffnung, dass ich das kann, weiß ich nicht.
Facecam-Eigenschaften konfigurieren. Ah, ich kann total rauszoomen. Gott, sieht man mal mein ganzes Zimmer hier und mein hässliches Mikrofon. So, erkennt man doch auch ein bisschen mehr. Das läuft auch. Und zwar, eigentlich macht Hinstellen dafür total Sinn. Dann müsste ich mal das Mikro nochmal anpassen, damit man mich auch vernünftig hört. So, das sollte eigentlich gehen. Ja, das geht, glaube ich, ziemlich gut. So, wir machen mal jetzt nicht so einen Larifari-Knoten, sondern gleich einen anständigen, weil Larifari-Knoten irgendwie so halt einmal so rum. Moment, das muss ich selber erstmal überlegen. Gott, ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich kann auch gar keinen Larifari-Knoten, stelle ich fest. Wir machen, ich glaube, der halbe Windsor ist das, den ich jetzt vorhabe hier zu machen. Ja, halber Windsor klingt logisch. Vielleicht, keine Ahnung. Okay, also wir fangen auf jeden Fall so an, dass wir das kurze Ende auf die rechte Seite nehmen, das lange Ende auf die linke. Und da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, Krawatten sind unterschiedlich lang. Also nicht wahnsinnig unterschiedlich, aber man muss halt schauen. Ich kann das bei der Krawatte hier sehr gut machen, dass das kurze, das schmale Ende kurz unter meinem Nippel hängt. Das passt dann eigentlich immer sehr gut. Also was wir als erstes machen ist, wir nehmen das Ganze über Kreuz, überraschenderweise. Tun wir das wirklich? Oh Gott, ich muss überlegen, stehe ich? Ja doch, machen wir total. Wir nehmen das über Kreuz, das schmale Ende hinten. Und dann führen wir das lange Ende einmal von hinten durch. Ja? So, und hängen es wieder rüber. Dann wickeln wir, also das kurze halten wir die ganze Zeit immer noch in der linken Hand. Dann wickeln wir das lange Ende einmal so hinten um das kurze rum, dass es quasi auf der anderen Seite ist. Wichtig ist dabei auch, dass ihr, also ihr habt jetzt im Moment die Seite, die vorne sein soll, vorne, dass ihr die dabei auch einmal dreht, also dass ihr sie quasi dann mit der Rückseite nach vorne zeigen habt. So, nachdem wir das gemacht haben, gehen wir von vorne einmal durch. Sodass wir so einen relativ hässlichen Knoten bislang da haben. Was wir dann machen, wir halten weiterhin das kurze Ende jetzt in der rechten Hand. Das wird einmal dabei irgendwie getauscht. Das braucht so ein bisschen Übung. Das kann man, es sei denn, man ist zum Krawattenbinden geboren, dann kann man das vielleicht direkt, aber da muss man halt ein bisschen gucken. So, was wir jetzt machen, das ist auch so ein bisschen Fingerfertigkeit. Wir wechseln nochmal. Wir gehen vorne rum quasi. Also wir wechseln quasi die beiden Enden in der Hand. Das lange bleibt vorne. Was wir jetzt nämlich auch machen müssen, wir müssen eine Schlaufe machen. Also wir machen das quasi so und machen hiermit quasi eine Schlaufe mit dem langen Ende um unsere Hand und gehen dann von hinten durch und ziehen dann das lange Ende durch die Schlaufe. Das ist jetzt, ja doch, das ist einigermaßen geworden, glaube ich. Und dann muss man das nur noch ein bisschen zurechtrucken. Und schon hat man einen 1A-Krawattenknoten. Ich mache das gleich nochmal, keine Panik. So, ich finde übrigens auch, dass Krawatte mit Kapuzenpulli total gut geht. Eigentlich hat man da ein Hemd, aber ich finde, mit Kapuzenpulli geht das auch extrem super. Ja, wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr das richtig gemacht habt, an einer Krawatte kann man immer sehen, ob es richtig gemacht ist. Man kann das kurze Ende, also zumindest bei dem Knoten, kann man das kurze Ende an sich einfach rausziehen. Ja. Der restliche Knoten bleibt an sich da, aber wenn man dann einfach mal dran zieht, sollte der sich ganz einfach auflösen. Wenn er das nicht tut, sondern es verknotet bleibt, habt ihr irgendwas falsch gemacht. So, ich setze mir mal ganz kurz die Kapuze wieder auf. Ich könnte, kann ich die Kamera? Nee, ich würde sie gerne noch höher haben, aber dann ist mein Gesicht halt leider einfach mal nicht mehr drauf. Schade. So, also Krawattenlänge müsst ihr einfach, ne, wie gesagt, ein bisschen schauen. Wir fangen nochmal an. Wir nehmen das Ganze einmal über Kreuz. Also wir fangen an mit dem kurzen Ende in der rechten, mit dem langen in der linken Hand. Wir tauschen das einmal in den Händen und nehmen das lange Ende, das breite Ende vorne rum, das kurze hinten rum und dann
das lange Ende von hinten einmal durch den ganzen Spaß durch. Dann wechseln wir wieder die Hände, müssen dabei darauf achten, dass jetzt die Rückseite des breiten Endes vorne ist. Und dann packen wir das Ganze von vorne einmal durch. So. Dann kommt wieder der Trick, einmal tauschen und jetzt die Schlaufe machen. Also da gibt es verschiedene Techniken. Ich finde das ganz angenehm, einfach die Hand hier so zwischenzuhalten und dann quasi einmal so im Bogen hinten rum. Und dann muss man einfach gucken, dass man das hier irgendwie ein bisschen durch die Schlaufe durchfrimmelt, ohne die Krawatte dabei zu sehr zu verdrehen. So, dann zupft man das einfach ein bisschen nach oben fest. Und schon hat man eine Krawatte, die eigentlich ganz 1A gebunden ist. So, läuft doch. Naja, ist nicht ganz so schick wie der davor. Aber ich habe auch ehrlich gesagt... die Webcam auf einem ungefähr so großen Bildausschnitt, sodass ich nicht wirklich sehe, was ich tue. Also von daher finde ich das völlig okay. Wenn man sich das ganz einfach machen will, kleiner Augenblick. Wenn man sich das ganz einfach machen will, holt man sich eine sogenannte Sicherheitskrawatte. Ich habe hier diese schicke Pixelkrawatte. Die lässt sich leider nicht von der Länge her einstellen, hat dafür aber einfach so einen komischen Clip. Das heißt, den klippt man rein, wenn man es denn kann, und ist fertig. So simpel ist das. Heißen deshalb Sicherheitskrawatten, weil man damit eben nicht stranguliert werden kann. Also damit kann man einen eben nicht erwürgen. Wenn da einer fest dran zieht, ja, dann geht halt der Verschluss auf und im Zweifelsfall reißt das Hemd oder der Pullover halt ein bisschen ein. Aber ist übrigens, zumindest gerüchteweise, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gehört oder gelesen habe, für Angestellte in Gefängnissen auf jeden Fall Pflicht zu Sicherheitskrawatten. Die dürfen keinen richtigen Krawattenknoten binden. Was vielleicht auch irgendwie Sinn macht. Also kommt vielleicht auch ein bisschen aufs Gefängnis drauf an. Guti, wir haben genug Gold zusammen. Das heißt, ich packe mal die Krawatte wieder weg, frickel die Cam wieder hin und dann kaufen wir ein. Hurra! Gott, mein Mikrofon. Erstmal wieder auf die richtige Höhe runterziehen. Sehr schön. So, ranzoomen. Wow. Hi. So, kommt das so ungefähr hin mit der Cam? Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich müsste es noch... Ja, das kommt hin. Ich hatte noch mehr Zoom drin, ne? Das ist schon fast ein bisschen viel. Ich bin mir nicht sicher. Ich gefall mir mit Kapuze gerade irgendwie besser. Wow, so. Okay. Läuft. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Wird schon passen. Hatte ich das? Nee. Ja. Wenn dann eher so. Aber ach. Ich habe doch keine Ahnung. Nee, so auf jeden Fall nicht. So irgendwie wird es gewesen sein. Ich habe so auf jeden Fall nicht mehr. Ich glaube, das kommt ungefähr hin. So, speichern. Okay. Guti, dann kaufen wir bitte 25 Level Tree Beast. Und machen dann hoffentlich genug Schaden, um Level 405 zu schaffen. In der Zeit mache ich mir noch mal ganz kurz ein zweites Browserfenster auf. Da muss ich nämlich was nachgucken. Okay, genug Schaden machen wir auf jeden Fall. Das heißt, wir können dann mit Skills auf jeden Fall die 410 mitnehmen. Hoffentlich, vielleicht, maybe. So, und dann möchte ich gerade noch eine Sache erwähnen. Nämlich noch vor, keine Ahnung, 6, 7, 8 Folgen. Also in Wirklichkeit in der Folge, die
ja gestern Nachmittag veröffentlicht wurde. Ich nehme mir immer ein bisschen im Voraus auf. Noch zu früh am Morgen. Da habe ich einen sinnvollen Tipp erhalten. Und zwar gibt es ja ganz viele Tastenkürzel, wie zum Beispiel Z drücken, um 25 Level zu kaufen, Steuerung drücken für 100 und Shift für 10 Level. Es gibt aber auch, und das ist mir bislang in der Tat entgangen, vielen Dank an der Stelle an André Klaus, der mir das schrob. Man kann Q drücken, damit bringt man das Spiel kurz zum Laggen, dann kann man aber nämlich die Maximalanzahl an Hero-Leveln kaufen. Das ist so, also das ist eigentlich nur in einer Situation sinnvoll, nämlich kurz vor der Ascension. So, meistens möchte ich das halt gar nicht, weil ich halt mein Gold dann lieber aufteile auf mehrere Helden. Aber kurz vor der Ascension, wo man einfach nur noch möglichst viele Heldenlevel kaufen will, um eben noch ein, zwei Hero Souls mehr mitzunehmen, ist das total super. Macht vieles einfacher. Ich fände es immer noch ein bisschen cooler, wenn es einfach hier unten einen kleinen Button gäbe, von wegen kaufe sämtliche Hero Level, die man sich leisten kann, verteilt auf sämtliche Helden. Und halt, halt immer das günstigste zuerst kaufen. Also das wäre halt noch eine Idee effektiver. Und würde nur einmal klicken bedeuten, aber das gibt es leider nicht. Oder noch nicht, keine Ahnung, ob sie es jemals einbauen werden. Vielleicht in der Version 0.18. Mal gucken. So, haben wir jetzt eigentlich... Wir haben übrigens auch noch ein Achievement bekommen. Zwei sogar. Einmal natürlich das Bounty Achievement für Queen of Bloops. Wir haben aber auch inzwischen das für 10.000 Duodezillionen DPS bekommen. Ach Mist, jetzt hängt hier das Ding die ganze Zeit über den Player drüber. Entschuldigung, ist mir völlig entgangen. Aber okay, kannst du haben. Mist, der ist auch nicht Primal. Hm. Schade eigentlich. Aber er ist zumindest ein 10er Level, was bedeutet, dass wir da noch ein Guild rauskriegen und den nehme ich auch auf jeden Fall mit. Gott, die Viecher werden noch immer größer, habe ich das Gefühl, oder? Irgendwann sehe ich nur noch die Füße von dem Ding. So, wir nehmen mal den Guild mit. Und es ist Frostleaf. Ja. Ja, lass ich mal. Frostleaf kann bleiben. Frostleaf ist nicht so schlecht. So, wie viele Level haben wir? 26.839. Da gehen auf jeden Fall noch 1.100 oder 1.200. Wir gucken mal. Ich mache das jetzt trotzdem mal in 100er Schritten. Oder geht einiges auf jeden Fall. Ich kaufe erstmal alles, bis da ein Ausrufezeichen steht. Und selbst dann könnte ich wahrscheinlich noch. Und wenn es ein dreistelliges Ausrufezeichen ist, geht es auch auf jeden Fall mit. Wobei, das sind auch nur 29, ne? Ach, das geht alles total gut. Da geht noch einiges. Kann auch mit. Die Musik macht mich gerade schon ein bisschen kirre. Aber ist okay. Kann man machen. So, jetzt sind wir bei, nice, über 30.000. Das heißt, wir haben nochmal locker 2 Hero Souls extra dazu bekommen. Genau, 361 sind wir jetzt. Und was wir jetzt machen, ist eine Ascension. Die nehmen wir aber nicht mehr mit in diese Folge. Das machen wir dezent in der nächsten. Und dann gucken wir einfach mal, wie schnell wir da vorwärts kommen inzwischen. Ich habe mir nämlich ja auch noch hier ein bisschen Stuff dazu gekauft. Also den auf Level 17 gebracht, Admon auf Level 12. Doghawk auf 9, Fortuna auf 7, da habe ich nichts geändert, Libertas auf 17, Mammon auf 12, Mimsi auf 10 und Sealatas inzwischen auf 27. So, wir speichern mal. Das machen wir jetzt auch noch diese Folge, ja. Dann gucke ich nämlich nochmal, was ich mir idealerweise kaufen sollte. Wow, das ist einiges. Okay, dreimal, ja. Dreimal den auf Level 20. Admon plus 1, das kann ich. Dann außerdem Libertas plus 1.
Nee, stimmt gar nicht. Erstmal Dockhop plus 1. Auf 10. Dann, dann Libertas auf 18 und Sialatas auf 30. Alles klar. 18 und 30. 18 und 30. Okay. Macht offenbar total Sinn. Und jetzt wird es Zeit für die Ascension. Wo ist sie denn? Da. Und ab geht's.